Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Oder Phoenix oder wie auch immer. Ja, ich kann mich immer noch nicht darauf einigen, wie ich es am besten ausspreche. Es ist so oder so falsch. Gut, wir wollten noch mal ein bisschen Randy besorgen. Also zu Weinhändler Bohus. Weil der Rotwein scheint nicht zu funktionieren. Wir kriegen auch keinen Rotwein mehr. Vielleicht brauchen wir den doch mal für irgendwas. Aber ich könnte ihn auch einfach wieder verkaufen, aber nö. Die Zabit-Tränen sind gut was wert. Ich will den Brandy bitte. Das ist der letzte Brandy. Den können wir dann leider auch nicht unserem Freund hier geben. So, das heißt, damit kommen wir wieder zu Basaho. Und ja, wir haben wieder ein paar mehr Nebenquests. Also wir haben jetzt gerade schon mehr Nebenquests, als wir in Breath of Winter insgesamt hatten. Und ja, Sachen sammeln. Ja, hier steht Wasser, das ist Brühe, den Wein auf den Tisch stellen. Der Wein sieht neben dem farbigen Wasser recht verlockend aus. Ja. Hoppla! Da hat jemand Wein hingestellt. Na, den lassen wir uns doch nicht entgehen. Kommt! So, die sind weg. Nein, die Wachen sind noch nicht abgelenkt. Jetzt sind die Wachen abgelenkt. Und den Dietrich verwenden. Und das Tor öffnet sich und wir haben noch mehr Erfahrungspunkte bekommen. So, ist die Frage, schaffen wir es vor der Wache hier rüber rum? Ja. Schaffen wir scheinbar. Hier oben ist auch eine Palastwache unterwegs. Hier steht auch Palastwachen. Weil das hier ist eine. Ach, das ist auch eine Palastwache. Keine Stadtwache. Hm. Das ist eine Palastwache und mit der sollten wir uns nicht anlegen. Wer seid denn ihr? Euch habe ich hier ja noch nie gesehen. Hier wollen sonst nur Gärtner oder Diebe rein. Und wie ein Gärtner seht ihr mir nicht gerade aus. Da wird die Wahl doch ziemlich eng. Ich gebe euch jetzt Gelegenheit, unverletzt von hier zu verschwinden. Aber nur, weil ich meinen guten Tag habe. Los, verschwindet! Okay, das heißt, den lassen wir in Ruhe. Und durchs Palasttor latschen wir jetzt auch nicht einfach durch. Sondern wir folgen den Bluthunden. Auch wenn ich die Hunde ungern töten möchte, aber sie sind halt im Weg. Achtung! Zurück mit euch! So. Hier hat lustigerweise jemand ein Loch mit der Mauer hinterlassen.
Ja, Questbuch wurde aktualisiert. Noch mehr Erfahrungspunkte. Sergeant, was hat das mit dem Tor und dem Schlüssel zu bedeuten? Na was soll? Der Garten der Dryade wird verschlossen, du Tölpel! Keiner darf mehr die Frau unter dem Baum sehen. Es sei denn, es ist der Kaiser persönlich. Aber warum muss ich hier eine dumme Kiste bewachen? Soll der Kaiser seinen Schlüssel doch selbst herumschleppen? Du hast das nicht zu hinterfragen, Kerl. Irgendjemand wird den Schlüssel schon abholen. Bis dahin bewachst du die Kiste. Mann, ist das klar? Ja. Ja, was? Jawohl, Sergeant. Also. Okay, ja, der war zum Glück ab. Leg dich wieder hin, du Stinktier. Geh zur Palastwache, haben sie gesagt. Da erlebst du was, haben sie gesagt. Kisten bewachen. Pah. Gut. In dem Palast von Pyria ist was Neues. Erbeutet den Schlüssel aus der Kiste. Das Portal zum Dryadenhain wurde mit einem Tor verschlossen. Ihr konntet einige Wachen mit der Belauschen. Der Schlüssel ist in einer Kiste im Palastgarten, welche von Soldaten bewacht wird. Also ja, Zielschuss. Na komm mal her, du. Oh, da haben wir aus Versehen jetzt auch noch den Sergeanten angelockt. Den Sergeant. Ah. Zeit zu sterben. Gut, gegen den sollten wir Berserk benutzen. Zurück mit euch! Vorsicht! Verteidigt euch! Er haut ja wie verdammt stark zu, teilweise. Achtung! Zum Glück haben wir Heilzauber. Ziemlich starke zum Glück. Zurück mit euch! Kämpft! Aber ja, wenn der unbedingt auch. Verteidigt euch! Will. Achtung! Ja, so wie es aussieht, hat unser Runenkrieger nicht nur eine neue Synchronstimme, sondern auch neue Sätze. So, den Schlüssel haben wir. Das heißt, wir kommen jetzt hier durch. Ja, dem Kaiser können wir leider nicht Hallo sagen, weil die Palastwachen sind leider alle zu stark. Ah ja, wir konnten den Sergeant ausschalten. Du bist schwach, dein Hain verwelkt, deine Macht schwindet. Das Wasser ist voller Gift. Es tötet den Hain und mich mit ihm. Dann komm mit mir, sei endlich meine Kaiserin. Ich kann dich schützen. Ihr könnt mich nicht besitzen, Kaiser. Die Gunst deiner Dryade kann nicht erzwungen werden, und ich bin an diesen Hain gebunden. Ha! Gärten und Pflanzen! Ich kann dich in Gold und Geschmeide hüllen. Dieser Hain ist eine Erinnerung an das, was Xu früher einmal war. Er ist wichtiger als alles Gold eures Reiches. Er kümmert mich nicht. Nur du. Und bald wirst du mich nicht mehr abweisen. Das Gift ist so stark. Ihr Götter, auch wenn ihr mich verflucht habt, helft mir. Da weiter oben, oh, ist ein Heldenmonument, sehr schön. Habe ich mich eigentlich schon um neue Helden gekümmert?
Ja, habe ich. Ja. Aber was ich gerade sagen wollte, sie hat Lippensynchronisation, ui. Okay, Palastwaren mal wieder, aber die sind nur Level 26. Die können wir ja schnell ausschalten, haben wir gemerkt. Zurück mit euch! Vorsicht! Zeit zu sterben! Oh, und hier sind auch Bluthunde unterwegs. So. Bluthunde und Wachen. Und wir müssen die Triade erreichen. Die letzte der Triade. Das heißt, wir haben den Palast in Empyria abgeschlossen. Ja. Die letzte der Triade. Ihr habt den Triadenhain erreicht. Ein letzter Fleck der Lebenskarte in Kargen Xu. Nun gilt es, die Triade selbst zu finden. Findet die Triade. Irgendwo im Herzen des Hains sollte die Triade zu finden sein. Achtet auf die Palastwachen, sie werden euch als Eindringling betrachten. Mhm. Ja, wir haben halt den hinteren Eingang nach Empyria genommen, von Empyria aus genommen. Der Kaiser kann halt den Vordereingang nehmen. So, du hast eine Aura der Heilung, die wirfst du auch mal gleich bitte an. Ich habe zwei Schützen. Das war jetzt eigentlich nicht so gedacht. Aber ja, gut. Ja, vorwärts. Du kannst Untote. Du rufen wir Untote Diener. Paar Gobbos. Die Rune ruft. Schickt sie zum Seelenfluss! Schließt die Reihen! Ja. Zum Angriff! Schließt die Reihen! Bereit. Schließ die in Reihen. Die Schlacht! Sie sind überall! Da haben wir halt jetzt sehr viel Fernkampf. Mir nach! Und los! Mir nach! Die flackert ziemlich... Oh, Rache! Alle eigenen Einheiten erhalten Leben und Mana abhängig von der Anzahl der Leichen eigener Einheiten im Areal. Okay. Und los! Interessant. Folgt mir! Für die Rune! Speipflanzen, oi. Schlagt sie zurück! Zeichen. In die Schlacht! Sie sind überall! Sie sind überall! Was wünscht die Rune? Du, brenn mal eine Runde. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Und los! Mir nach! Ja, zur Ehre Aonirs! Komm noch ein Goblin. Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Auf meinem Befehl, bringen wir es zu Ende! Okay, Feuerschlag, schlag sie zurück! Stehst du? Eben nicht. Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Hier, sofort! Schnell! So, jetzt geht uns langsam, geht ihm langsam das Mana aus, weil ich glaube, durch drei Diener, da kann er nicht mehr gegen regenerieren.
Ach, Hundezwinger da oben. Auf mein Zeichen. Zum Angriff! Sollten wir wahrscheinlich sie zerstören, sind überall. Weil da neue Hunde Schlacht rauskommen sie können. Zurück! Auf mein Kommando. Vorwärts. Folgt mir. Sofort. Zum Angriff! Schließ die Reihen! Sie sind überall! Hier! Folgt mir! Für die Freiheit! Schlagt sie zurück! Schließ die Reihen! Ja! Vorwärts! Hier! Die Hunde machen für die Freiheit! Schaden, aber ja, es spawnen Hunde. Hier! Zum Angriff! Verstärkt die Deckung!